Mal ganz schnell ein paar Übungen zur Substitution beim Integrieren, damit man das dann zu Hause auch nochmal nachvollziehen kann. Erstes Übungsbeispiel war f von x ist eben 3 durch in Klammern 4x plus 3 in Klammern zum Quadrat mal dx, das wollen wir integrieren und zwar das unbestimmte Integral darüber bilden und auch die Probe dazu machen und dann werden wir mal sehen. Okay, dann Action. Also wir haben das Substituieren beim Integrieren geübt. Und der erste Schritt, also wir haben einen Term, beziehungsweise eine Funktion, die lautet bei uns 3 durch, in Klammern 4x plus 3 zum Quadrat dx. Also dies wollen wir quadrieren, das integrieren deswegen dx nochmal. Und das ist der erste Schritt, dass wir schreiben das natürlich hin. Der, na, ich hab's ein bisschen blöd. Nee, doch, alles gut. Der zweite Schritt ist halt, dass wir den Term unter dem Bruchstrich, also das 4x plus 3, substituieren wir, das heißt austauschen gegen etwas vom gleichen Wert austauschen. Dafür haben wir uns die Variable u genommen. Eine Variable kann ja bekanntlich jeden Wert annehmen, deswegen Variable. Und wir haben einfach gesagt, dass unser u ist gleich 4x plus 3. So, folgt daraus, dass wir sozusagen statt diesem 4x plus 3 zum Quadrat hinschreiben, schreiben wir u zum Quadrat dx hin. Das nächste Problem ist, dass wir dx haben und dx mal u ist so ein bisschen wie, also unser Lehrer erklärt es mal, mit Äpfel und Birnen zusammenwerfen. Okay, das heißt, unser nächstes Problem wäre, irgendwie dieses dx wegzubekommen, also dieses dx hier wegzubekommen. Und da haben wir uns überlegt, wir haben ja eine allgemeine Formel und die lautet y' ist gleich dy durch dx. Und die können wir auch nach dx umformen und das wäre dann folglicherweise das hier. Also dx gleich dy durch y'. Und da wir y für unser u substituieren können, weil das jetzt ungefähr, weil das ja mehr oder weniger dasselbe ist, haben wir uns einmal überlegt, warum nicht, machen wir dx ist gleich du durch u'. Damit wir haben halt eben dieses dx weg, weil das können wir ja dann zum gleichen Wert einsetzen. Ich mache das mal per Strich. Und zwar können wir es dann per selben Wert einsetzen. Und das wäre dann gleich 3 durch u Quadrat mal du durch u', habe ich hier vergessen. So. Und jetzt können wir eigentlich ganz normal integrieren. Also als allererst sollten wir aber u', also die Ableitung von u ausrechnen, dann haben wir es einfach leichter. Und die Ableitung von 4x plus 3 ist einfach 4, weil das 1 geht nach oben, das x verschwindet, die 3 verschwindet und ja, dann haben wir einfach nur 4. Die setzen wir dann gleich hier ein, bei unserem vierten Schritt. Das heißt, wir haben und nehmen die u nach oben, nehmen das u nach oben. Dann haben wir es einfach ja, sehr viel leichter, als wenn wir es unter dem Bruchstrich integrieren müssten. Das wäre 3 mal u hoch minus 2 mal du durch 4. So, dieses 4 können wir aber auch, da es ja alles mal genommen wird, das heißt, es ist ein Produkt, können wir auch irgendwo in dieses Produkt hinschreiben, haben wir also so geschrieben, dass es 3 Viertel u hoch minus 2 mal du ist. Dann ist es, wie gesagt, auch leichter. Dann normales Integrieren, dann kommt halt ja, minus 3 durch minus 3 Viertel u hoch minus 1 plus c raus. Das plus c ist einfach eine Konstante, die muss man hinschreiben. Und dann geht es an den letzten Schritt, und zwar das Resubstituieren. Also das heißt wieder diesen Wert, den wir hier oben bestimmt haben, den wir oben für u eingesetzt haben, wieder da wieder in unsere integrierte Formel hier einzubringen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir minus 3 Viertel mal 4x plus 3 hoch minus 1 plus c schreiben. Und dann das einfach, damit wir dieses minus 1 losbekriegen, bringen wir es einfach diesen ganzen Term, also 4x plus 3, unter den Bruchstrich. Und dann kommt halt das Endergebnis raus. So. Das kann man dann noch, dieses 4 mal 4x plus 3 kann man selber nochmal ausrechnen, das ist ja nicht das Schwerste. Und das wäre eigentlich die Substitutionsverfahren beim Integrieren. Das Substitutionsverfahren beim Integrieren. Nächstes Integral, das ist eigentlich nur eine Schreibübung. Ja, unbestimmtes Integral über 5 durch 10 minus x, 10x minus 4 in Klammern hoch 6 dx. Action. Ja, jetzt haben wir das gesehen, hat uns hier ein Schüler erklärt, hier ganz entsprechend. Er ist aber schneller gewesen. Schneller insofern, weil er das wahrscheinlich schon geübt hat. Er hat gesagt, ja, das hier in eckigen Klammern zu schreiben, hier, das ist ja nett, das ist auch richtig. Das mache ich aber jetzt schon mal gedanklich. Ich ersetze also das hier, 10x minus 4 durch u, dann bleibt das u hoch 6. Ich gehe auch den Schritt mit du
durch U' ist dx. Ich ersetze also das dx durch diesen Ausdruck und setze dann für die erste Ableitung von U nur noch die 10 ein und kann dann weitermachen. Der Rest ist dann übliche Rechnerei und Schreiberei. Vorsichtig, wo das hier oben noch gegangen wäre, hier oben im lila Beispiel, also 4 mal 4x plus 3 auszumultiplizieren, das geht natürlich hier nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist 100x hoch 5 oder sowas, das geht nicht. Also das jetzt auszumultiplizieren wäre auch wirklich müßig. Das muss man nicht machen. Machen wir noch eine. Bei der nächsten Übung bitte darauf achten, das Integral über 1 durch x plus 4 mal dx, unbestimmte Integral ist zu bilden, wieder mit dieser eben genannten Methode. Aber bitte nicht vergessen, wenn ich f von x gleich ln x habe, dann ist die erste Ableitung davon 1 durch x. Bitte das hier beachten. Das beachten. So. Lass uns nochmal auf diesen Bereich hier kommen. Das hier. Das ist nochmal interessant. Warum? Wenn ich versuche, Folgendes zu tun. Ich will integrieren 1 durch x dx. Wenn ich das probiere, dann muss ich doch nach den bisherigen Ableitungsregeln sagen, das ist das Integral über x hoch minus 1 dx. Ja, da kann ich mich freuen und kann sagen, naja, das ist ja ganz leicht. Das ist dementsprechend hieraus 1 erhöht, das ist dann x hoch 0 durch minus den neuen Exponenten. Und spätestens hier muss es Klick machen. Durch 0 kann ich nicht teilen. Und ich hatte vorhin was über Umkehrfunktionen und so weiter gesagt. Hier, guck mal hier. Was ist ein x hoch minus 1? X hoch minus 1 ist eigentlich eine Exponentialfunktion. Und das Gegenteil daraus ist? Eine Logarithmusfunktion. Wie das dann noch im Einzelnen zusammenhängt, kommen wir nochmal drauf. Das ist auch schön im Mathebuch erklärt. Wirklich schön, das können wir aber dann später nochmal machen. Also, damit wir nicht an so einer Stelle hier, Achtung, hier an dieser Stelle, damit wir hier nicht scheitern, das geht so nicht, durch 0. Das stimmt dann auch nicht als Aufleitung. Damit wir daran nicht scheitern, deswegen müssen wir nochmal praktisch im Tafelwerk nachschauen und sagen, f von x ist ln x, f' von x ist 1 durch x. Umgekehrt, wenn ich klein f von x schon da habe als 1 durch x, dann ist aufgeleitet groß f von x ln x. Aber korrekterweise aus verschiedenen Gründen den Betrag davon. Und deswegen hat uns das eben unser Professor eben gerade so erklärt. Er hat gesagt, okay, das Integral nehme ich so an. Ich ersetze, u ist x plus 4, u' ist demzufolge 1, ist klar, ne? X plus 4, davon abgeleitet, gibt es bloß eine 1. Und er hat dann eiskalt ersetzt, nach bisherigen Erkenntnissen immer, ne? Du ist, dx ist du durch u'. Demzufolge hat er dann gesagt, ist das Integral mal umgeschrieben, damit ich hier einen Exponenten habe, den ich besser aufleiten kann. Und kam an diese Stelle und hat gesagt, ey, jetzt wird es spannend. U' kann ich ersetzen, du kann ich so stehen lassen, aber hieraus wird nichts anderes als ln vom Betrag von u plus c. Kein Problem. Danach resubstituieren ist also nur schreiben. An der Stelle ist aber eine Klippe, ne? Diese Klippe hier in Rot und Blau, was ich hier unten hingeschrieben habe. Und demzufolge resubstituiert ergibt das ln vom Betrag von x plus 4 plus c. Und damit ist es fertig. Das ist ja, diese Konstante, so könnte man sich's denken. So ist es nicht, aber das plus c kommt deswegen, nochmal zur Erinnerung, woher das plus c kommt. Wenn ich ableite, dann ist f' von x hier in diesem Fall ganz einfach 2x, ne? Aber 2x, das war's. Aber wenn ich das hier, kleinen Moment mal bitte, wenn ich aber das hier als gegeben betrachte, also wenn ich sage, jetzt ein anderer Fall, f von x ist schon 2x und ich leite das auf, dann ist groß f von x, naja, nach alten Regeln der Kunst 2 durch 2, also x². Aber Achtung, welches denn? Ich kann hier alles Mögliche ableiten. Ich kann hier, in diesem Fall müsste es eigentlich geheißen haben, x² plus 1. Aber die Ableitung von x² plus 1 ist 2x. Die Ableitung von x² nur ist auch 2x. Die Ableitung von x² minus 588 ist auch plus 2x und so weiter. Ich habe hier also eine Kurvenschar und weiß nicht,
Weshalb? Also muss ich hier dahinter schreiben und das kommt davon. Plus c. C drückt aus, hier hinten, das ist sozusagen eine Art c. Ich weiß, irgendwo ist das. Ich weiß auch, wie die Kurve aussieht, aber ich weiß nicht, wo sie durchsaust. Ne? Das ist der ganze Haken. So. Lassen wir es bis dahin. Das waren also die Übungen zur Substitution beim Integrieren. Alles im Prinzip nicht so schlimm. Wenn ich an das vorherige Video anknüpfe, geht das. Das ist einfache Substitution. Es gibt auch noch ein bisschen erweiterte. Aber wir sind an der Stelle nochmal angelangt, dass wir sagen, Achtung hier, das ist der einzige Sonderfall, wo es eventuell eine Klippe gibt. Wenn hier steht hoch 1, was dann später hieße hoch minus 1. Ne? Da an der Stelle wird es ein bisschen spannend. Hier, das muss dann mit ln umgewandelt werden. Aber zum Glück gibt es dafür Tafelwerke und Formelsammlungen und dadurch kriegt man das wieder hin. Lassen wir es dabei bewenden. Ich wünsche schöne Pause.